Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bzw. weiteren Folge von 7 Days to Die hier nach dem Wochenende. Mein Name ist Peter Moss und ich habe den Martin mit dabei. Hallo! Ja, heute leider nur zu zweit, ging leider nicht anders. Aber ich finde, die letzte Woche haben wir relativ viel geschafft. Zwei Türme stehen, Martin ist fleißig unten noch am Buddeln. In der letzten Folge waren wir looten. Jetzt weiß ich nicht so genau. Wir haben Tag 54, weiter looten oder ich könnte mal. Ich weiß, was ich mache. Bin noch etwas verwirrt. Erste Folge der Woche, Leute. Ja, so ist das. Ja, genau, ich hatte ja kein Holz mehr, das war was. Problem gefunden, ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken. So, Zement hätte man noch, Sand hätte man auch noch. Wobei ich natürlich gerade hier sehe, braucht man ein bisschen Holz. So. Könnten wir hier mal den ganzen Zement rauslaufen lassen. Da ist ja eine Menge an Zement hier. Noch. Könnte ich hier mal in rauen Mengen Concrete herstellen, dass ich die Firma weiterbauen kann. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, Martin, war die Höhe 23, gell? Ich meine ja. Ja, ich meine es auch. So, gut. Achso, ja. Bin noch völlig verwirrt. Okay. So, das heißt, 1, 3, 6, 6. Was habe ich 6? Achso, dann brauche ich noch 2000 Steine hier. Und dann könnte ich schon mal Concrete Mix in rauen Mengen herstellen. Wird die ganze Folge dauern, so wie ich das sehe hier gerade. Naja, gut, ist halt so. Und ich brauche noch Rebar Frames. Lustig. Also, wenn ich nochmal so drüber nachdenke, glaube ich, es war 27, aber halt auf dem Dach, ne? Ja, aber ich meine, wir hätten es auf 23 runter reduziert dann. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Nein. Oh, jetzt hat er den Gag noch nicht mal verstanden. Ja, doch, ich habe ihn schon verstanden. Ich habe ihn halt einfach nur ignoriert. Nee, nee. So, genau, da vorne und dann rechts. Warum sind das so langsam? Schnelle Erinnerung gehabt. So, okay. So. Gehen wir hier mal hoch zu unserem Türmchen. So, genau, 24, 23. Also hatte ich doch recht gut in Erinnerung, wie ich feststelle. So, gut. Dann kann ich auch die Reaver Frames mitnehmen und meinen Clawhammer, wo auch immer ich den hingepackt habe. Ich glaube in irgendeine Kiste. Bin mir da gerade gar nicht so sicher. Weiß nicht, ey. Rennen kommt mir gerade voll langsam vor. Boah. Solange du die richtige Taste drückst. Da hätte ich, glaube ich, zumindest schon mal meinen Clawhammer und meine Schaufel. Die brauche ich ja eigentlich nicht. Ja. Ja, ich meine, es ist noch die richtige. Ja, ich meine, mit den ganzen Spielen da, Ja. wie wir das umstellen müssen. Ja, das stimmt allerdings. Brauche ich aber erstmal noch ein bisschen Holz hier. Das sind ja noch so kleine Kackbäume, ja. Wo sind denn die großen? Da ist einer. Ja, müsst ihr ein bisschen verzeihen, Leute. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, weil ich komme ja aus dem Nachtdienst. Das macht die ganze Sache irgendwie halt auch nicht besser. Ausreden. Ja, na logisch. War ich noch nie drin verlegen, das weißt du doch, Martin. Ja. Muss jetzt Holz hacken. Ja, das mache ich auch gerade.
In unserem komischen Urwald, den wir hier angepflanzt haben, ey. Mal ein kleiner Baum hier. Ein ganz kleiner. Weil ich hätte ja auch mal das Holz von unten mitnehmen können, aber es war mir jetzt irgendwie zu einfach. So. Noch oben genug? Ja, das stimmt. Ja, mit 4000 Holz, das wird ja, denke ich mal, erstmal reichen. So, bin mir gerade noch gar nicht so sicher, ob mir die Überframes reichen werden. Das ist, glaube ich, mal so mein viel größeres Problem. So. Ja, was ich persönlich recht witzig finde, ist, oder was ich sehr schön finde, um es ein bisschen genauer zu formulieren, dazu muss ich jetzt gerade mal kurz raustappen. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt ein Standbild habt. Sag ich ja immer, ich freue mich ja auch immer sehr über eure Kommentare und habe mich wirklich drüber gefreut. Und mir fällt gerade einer ein, möchte jetzt aber natürlich auch den Namen dazu wissen, deswegen muss ich da jetzt gerade mal gucken. Den fand ich nämlich ganz cool. Und das möchte ich dem Martin doch natürlich. Natürlich soll ich dich auch von allen immer richtig schön grüßen. Und es gibt viele, die finden, der Tunnel ist richtig cool. Genau. Und dann haben wir hier den Kommentar von Kraton117. Und der hat geschrieben, haha, viel zu geil. Team Thumbnail, einfach genial übersetzt. Heißt das bei euch traumhaft, episch, amüsant, Mordlust? Ja, fand ich persönlich ganz cool. Ich hab Angst. Also ich finde es echt cool, Leute, dass auch ihr mittlerweile so richtig Gas gebt, was so Kommentare angeht. Und ihr merkt es ja selber, also ich antworte euch ja auch, ne? Also das ist ja nicht, dass ich immer nur sage, ich antworte euch und ignoriere euch dann. Na, das mache ich ja schließlich nicht. Meistens. Ja. Also uns ignorierst du meistens nicht. Ja, dich probiere ich immer zu ignorieren, aber irgendwie hilft es nicht. So spätestens bei der Abmodi quasselst du mir immer rein. Du wartest doch immer drauf, bis ich was zu sagen habe. Ja, ich find's ja schön. Also so eine Folge geht so um die 20 Minuten. Wäre auch mal schön, wenn du vielleicht ein bisschen früher was sagst. Und nicht immer nur bei der Abmodi, aber ansonsten. Nee, das ist so... Ja, ich weiß. Das staut sich so an, weißt du? Ja, ich weiß, es widerstrebt dir völlig, gell? So, mit jedem Stein... Das Redekonto ist dann meistens noch nicht voll. Ach so, dann musst du das quasi aufladen. Ja, genau. Ja, das hat tagsüber auf der Arbeit nicht so viel sprechen, dass du halt abends mehr zu sagen hast, weil wir wissen ja alle, wir Männer haben ja nur maximal 1000 Wörter am Tag. Die muss man sich natürlich einteilen. Das ist natürlich ja. Ja, es ist wichtig. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Ich glaube, das... Wobei ich jetzt natürlich sagen muss, also wie der Doskest mir hier so geholfen hat, ging das schon schneller. Mit Turmbaum. Wirklich? Ja, so ein bisschen. Aber ich will ja meinen Höhlentroll nicht fragen, ob er ans Tageslicht kommt. Das ist, ich will... Da die Bäume leider unter der Erde nicht wachsen, bin ich das echt? Sogar gerade. Und hast du die Augen noch nicht verblitzt? Wahnsinn. Nee, ich hab so, da gibt's diese Goggle-Eyes da. Und eine Sonnenbrille habe ich. Ah, okay. Gibt schon Mittel und Wege. Oh. Freut mich sehr. Ja. Weil ich, nicht, dass auf einmal hier dann was von der Gewerkschaft kommt. Das kann passieren. Das kann passieren. Manchmal will man die Sonnenbrille ja auch ausziehen. Was? Nee, das darf ich dir aus Arbeitsschutzgründen nicht erlauben. Ach, ja. Ja, und ich hoffe, Tobi, wenn du die Folge vielleicht noch siehst, ich weiß gar nicht, ob du da schon wieder zurück bist. Ich wünsche dir viel Spaß in Griechenland. Was auch immer du da tust. Ich glaube, Urlaub nicht, oder? Ist halt nicht zu wegen Arbeiten dort, Martin? Weiß ich. Weißt du auch nicht, gell? Hat sich bei mir nicht abgemeldet. Doch, hat er.
Nicht persönlich. Stimmt allerdings. So. Und jetzt geht das Problem los, dass ich eigentlich schon wieder keinen Konflikt habe. Das ist ja... Aber wir haben da unten, glaube ich, sogar noch, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Das Einzige, was sicher ist, ist natürlich, dass wenn ich hier rumrenne, dass ich natürlich wie immer in die Spike springe. Ha, wusste ich's doch. Haben sogar noch genug da. Wahnsinn. Brauche ich noch Rebirth Frames? Die brauche ich bestimmt. Wo sind die denn? Da. Mein tolles Laufwerk. Ich glaube, wir machen einfach nochmal 500, was soll's. Haben ja genug Eisen hier. Was soll's. Dein tolles was? Martin? Dein tolles was? Mein tolles Laufbike. Brauche ich dafür jetzt echt? Nee. Ich glaube, ich hätte sogar einfach nur aufsammeln können. Na gut. Frag mich, wann sie die Animation mal wieder fixen mit dem Laufen auf dem Bike. Ja. Wäre interessant zu wissen, ne? Ich meine, es ist nicht tragisch, aber es sieht halt immer komisch aus. Stimmt allerdings. Ja, vor allem, es kann ja auch keine große Kunst sein, das mal wegzunehmen, oder? Blink. Blink. Wir müssen dann, glaube ich, auch hier. Na, komm. Repariere, du Sau! Da. Na, Gott sei Dank. Ich weiß es gerade. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist eigentlich auch egal. Kann es nicht so wichtig gewesen sein. Dann lass es. Ja. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja. Das war was anderes. So, darauf wollte ich zwar gar nicht bringen, aber ja. Sag's doch einfach. So, ich muss das jetzt hier mal schon mal machen, weil sonst falle ich da gleich wieder runter und dann komme ich da wieder nicht raus. Aber beziehungsweise muss dann gleich wieder durch den Tunnel rennen, da habe ich immer gar keinen Bock drauf. Ja, aber nochmal für alle zur Erklärung, weil ich auch gefragt worden bin wegen der Turm-Challenge. Für die, die Kommentare vielleicht nicht lesen. Es ist so, das ist eigentlich noch eine Challenge aus der Staffel 1. Ne? Genau, da haben wir unsere ersten Türme gebaut. Da ist die Idee quasi entstanden und dann hat ein Abonnent damals von mir gesagt, dem würde es interessieren, wie lange diese Türme halten, so wie wir sie gebaut haben. Und dementsprechend haben wir gesagt, wenn die Türme mal fertig gebaut sind, werden die schlussendlich noch einmal durchrepariert von außen und dann nie wieder. Also um dann einfach zu sehen, wie lange halten diese Türme. Ist natürlich halt auch die Frage, wie oft, sage ich mal, natürlich auch Zombie-Horden dran hängen bleiben. Das wird man dann schlussendlich sehen. Aber das hat uns alle sehr interessiert. Das ist die Turm-Challenge. Habe ich noch was vergessen, Martin? Ich glaube nicht. Ich weiß, ich moderiere noch nicht ab, aber du darfst trotzdem sprechen. Ach, verdammt. ja, nee, aber... Ich mein... Ja, nee, doch, nein. Turm und so. Da
Danke für die genaue Aussage. Ich bedanke mich auch im Namen meiner Eltern dafür, dass sie das so ausführlich erklären konnten. Alter. Ja. Mein Gott. Steine, 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 sage ich da nur. Ja. Wobei ich sagen muss, also ich glaube, die Steine, die wir auch noch unten haben, das müsste theoretisch eigentlich reichen. Also für die Türme zumindest. Ich hätte es schön, aber der Tunnel ist nicht fertig. Ja, da kann ich ja jetzt nichts für. Also ich wollte mal erwähnen, Tobi und du habt ganz großlaut erwähnt, dass ihr vor mir fertig seid. Das sind wir ja. Nee. Wir haben da eins breit gemeint, nicht drei breit. Plus ja, Schale. Ja, das, im Nachhinein kann man das ja jetzt einfach so sagen, ne? Richtig. Und du kannst nichts gegen machen. Außer mi. Nee, soweit ich mich erinnere, habt ihr gesagt, ihr seid mit eurem Tunnel fertig. Und Tunnel fertig heißt ja auch verschalt. Das Tunnel ist es ja schon. Ach so. Du hast es sogar schon nachgewiesen, weil du bist ja schon durchgefahren. Also ist er auch schon befahrbar. Ja, aber das ist ja nicht ausgebaut. Das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt eine Reihe Concrete hingestellt hätte und gesagt, meine Türme sind vor euch fertig, sind halt nur noch nicht ausgebaut. Hättest du ja machen können. Ach so. Ah, hoffentlich kann ich mir das für die nächste Staffel merken. So, jetzt muss ich tatsächlich schon wieder runter, ey. Ich könnte kotzen. Keine Rewa-Frames mehr, ey. Mann, Mann, Mann. Ich bin schon wieder in die Spikes gerannt. Nervt mich das an. Egal. Sonst. Lass mich da runter, du Sau. Was wollte ich? Achso, ich wollte rüber, Franson. Genau. Da hätte man auch noch Stahl. So. So. Hilfe, es ist dunkel. Ne. Sowas. Wollte ich jetzt noch irgendwas? Ich weiß es gerade gar nicht. Bin sehr unentschlossen gerade. Egal. Ich werde es gleich merken und dann einfach nur weil ich es kann, laufe ich halt nochmal runter dann. Also, was ich ja auch mal sagen muss, was sie ja auch mal fixen könnten, das wäre endlich mal, dass du die Flashlight an der Waffe vielleicht an einem anderen Knopf anmachst als an deinem Helm. Also an deinem Mining-Helm. Du kannst doch mit einmal F geht es nicht. Mit einmal F geht doch nur eine an und dann die andere an, oder? Ja, aber du musst ja immer beide quasi mehr oder weniger drücken. Ja. Also, irgendwie nervt es ja schon. Weil das ist jetzt natürlich auch wieder Jammern auf hohem Niveau, ne? Das darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen. Aber lass mich jammern, das kann ich wenigstens. Kostet nix. Genau. Fällt mir ein, den anderen Turm muss ich ja quasi nochmal aufkloppen. Weil der ist ja hohl in. Muss ich ja machen, weil der Martin rumgejammert hat. So viel zu dem Thema Mimi. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Hallo, Karte, geh auf. Eine Reihe noch. Na komm, das geht. Eine Reihe geht noch. Wobei wir ja. Eine geht noch rein. Ja,
Vielleicht. Wobei ich sehe, wir kommen ja der Tag, was ist das? 56 Horde ja schon wieder ganz schön nah. Sehe ich das richtig? Ich würde sagen ja, oder? Ja, doch 56. In der Hoffnung, dass sie vielleicht diesmal keinen unendlichen Spawn hat. Das war echt schon ein bisschen bescheiden. So. Klein dimensionierten Türmchen hier. Wobei ich noch gar nicht so genau weiß, wie ich die Verteidigung drumherum bauen will. Weiß ich, am sinnvollsten ist es eigentlich, so eine Dreierreihe Woodspikes drumherum zu machen, oder? Ja, also 3 oder 6, also 6 ist ja unser normaler Standard. Ja, das stimmt. Weil ich muss halt wirklich einfach sagen, ich finde die Woodlocks halt absolut nicht effektiv. Das ist... echt jetzt. Da jetzt dran. Komm her, du Sau, bevor du dir weiter einen abgreifst. Alter. Mein Gott. Ja, ich will den Spider-Zombie. Stirb endlich, bevor da noch mehr jetzt kommt. So, das scheint es gewesen zu sein. Komme ich da an den Baum dran? Oh Gott sei Dank. Dass ich auch noch über 4000 Holz brauche, nur für einen so einen Turm. 4000? Ja. So. Ja, Leute, trotz alledessen sind wir am Ende einer Folge. Wir haben den nächsten Turm, der nächste Kern ist fertig und ich denke, in der nächsten Folge werden wir den nächsten Kern auch noch fertig machen. In der Hoffnung, dass wir bald mit dieser Challenge dann mal fertig sind, also beziehungsweise, dass die Challenge ja überhaupt erstmal beginnen kann. Ja, aber so wie ich mein Glück wahrscheinlich kenne, wird die Alpha 15 rauskommen und die Saves Games werden dann doch nicht übernommen werden können und dann fangen wir in der dritten Staffel von vorne an. Wundern würde es mich nicht. Trotz alledessen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Was haltet ihr von der Turm-Challenge? Für die, die es jetzt auch noch mitbekommen haben. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.